when the world is on your shoulders, stay. Don't fade away. Thank you.
Okay. Welcome everybody. So. This is configured. Nice, I'm verified on Incent, so I can receive donations. Nice. Okay. Campaign is running. Ipsong, Okay, let's draw this raffle. Good luck, everyone. What? No one wants a coin. One T-Fuel. Crazy. Let me see what can be set up. Anyway, we do this. Set up our code. Multiple choice. Let's see. We do this. Okay. This is running. 1, 2, 3 here. Save. Open. Yes, no. Let's try 270 follower. Our goal. So. Okay. Wir haben ja hier gestern aufgehört. Everything looted. Yes. Okay, maybe we wait for the day. Okay.
soll ein Schatz sein. Mal gucken. Gibt ja offensichtlich nur einen Zugang. Müssen wir da mal hinlaufen. Komme ich nicht rein? Bewachen die das da? Hier hinten lang. Juaniknok, willkommen. Hallo. Hey, wake up. Thanks for the follow. Guck schon in die richtige Richtung. Also hier irgendwo. Oder? Da lang.
Das ist doch ein Taubenschlag. Aber da soll das sein, das nächste Gebäude. Das hier. Gleich in uns mal an. Kann man die verkaufen, die Brennnesseln? Die nehmen wir mal mit. Stufe Kräuterkunde. Das Baldrian. Baldrian nehmen wir auch mit. Bin praktisch schon daneben. Unter dem Taubenschlag. Sieht aus wie ein Hühnerstall. Hier ein Taubenschlag? Nicht wirklich. Ist zu. Okay. Komme ich da hin? Aufmachen.
Und dahinter Umschlag. Nee. Wo ist hier der Taubenschlag? Das ist ja denn offensichtlich kein Taubenschlag hier. Reingehen. Scheint auch kein Taubenschlag zu sein. Ist abgebrannt. Normales Haus, denke ich mal. Bisschen Taubenschlag. Das könnte das Gebäude schon sein, bloß wie kommt man da hoch? Könnte hier alles ein Taubenschlag sein. Such noch mal da zurück. Gehen hier rum noch mal rein. Wertsachen wurden hier geplündert. Doch nicht so weit. Da!
Das hier nicht irgendwo eine Leiter oder sowas? Leiter steht hier so rum, kann ich die nicht nehmen? Gibt's auch keine Luke oder sowas? Kann man das nicht irgendwie nehmen? Oder mit einer Schippe wegmachen. Oh, sweet. Nicht auf die Gemeldung. Okay. Finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Unter einem Taubenschlag. Was, wir sind hier unter einem Taubenschlag. Mit dem Fell hier. Wo könnte das sein? Hier komme ich nicht rein. Will ich so weit gelaufen?
Hier könnte auch ein Taubenschlag sein. Brennnessel. Das sieht nicht so aus. Ob das hier irgendwo passen würde. Ist nicht. Das soll ein Schatz sein. Das war bestimmt noch nicht der gesamte Schatz. Was wurde die denn getötet? Thank you.
Ja, ich bin überladen. Ich habe viele tolle Sachen bei. Muss gleich erstmal sortieren. Also irgendjemand hat die umgebracht. Habe ich jetzt den Schatz? Nee. Das war ein anderer. Hätte mich auch gewundert, wenn das ein Schatz sein soll. Gleich mal Beute untersuchen, ich habe viel zu viel. Und viel zu langsam. So. Müsste jetzt aber Sachen verkaufen irgendwie. Kann nicht spoten, weil ich überladen bin. Denn überhaupt Schnellreise, wenn ich überladen bin?
Vielleicht muss ich auch noch mal wiederkommen. Wenn ich so vollgeladen bin. Schleppst dich ja dumm und dämlich. Vielleicht macht das mehr Sinn, den ganzen Kram erstmal wegzubringen. Du trägst zu viel, du kannst nicht schnell reisen. Na super. Also jetzt habe ich das Symbol an, aber das ist auch bloß genau in der Mitte. Hier irgendwo im Idealfall mal zum Reinlegen finden. Vollgestopfte Taschen. Gucken hier noch mal, ob wir was ausgraben können. Nope. Da konnte ich auch nichts ausgraben. Nope. I'm just playing in half hour. I'm not trained. But I'm on different quest. Damn, mich raus hier. I have so much stuff in my pockets. I cannot run or jump. I'm searching for a chest to leave something there. Hier was? Nee, nicht wirklich. Turbo BG, willkommen.
203. Heavy load. Very heavy load. Okay. Okay. Oh, I should be able to travel. What? Maybe. And I wear this stuff. Maybe someone will attack me. Okay. Haben wir hier nicht irgendwo Händler? War nicht ein Schützenhändler? Misserfolg. Aj, der Kutscher! Hadd meg magad, vagy kinyírunk. Most megkapod. Lauf! Puh.
Okay. Händler, bist du Händler? Kommt her. Geradezu. Beste Grüße. Beste Grüße, lasst uns handeln. Reden wir über den Preis. Ist gut. Ach Gott. Der Händler hat nicht genug Geld. Gott behüte dich. 280 hat der Händler. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Weil du es bist. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Okay. Finden wir noch einen Händler in dem anderen Dörfchen. Hier ist auch ein Händler, ne? Ja. Nee, der war ja hier, Herr Händler. Guten Tag. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ist gut. Okay, Meter haben wir noch. Kaufen wir auch. Wein verkaufen wir auch. Fackel behalten wir. Räucherwurst kann weg. Das Brot kann weg.
Okay. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wie, der Händler hat nicht genug Geld. Kann denn sowas sein? Kann der mir anzeigen, dass der 300 hat? Wenn du Geld hast. Dein, ach so, ich hab 400. Vermögen des Händlers 48. Oh, scheiße. Muss ich darauf achten, dass wir da nicht rüberkommen. Miet. Wein kannst du nur haben. 21. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? In Ordnung. Okay, haben wir hier irgendwo ein Bett, wo wir pennen können? Da ist ein Bett geradezu. Hier lang. Warte, ich will mit dir reden. Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Karlitz ankam, nicht wahr? Mhm. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Möge Gott über dich wachen. Okay. Burgherrin. Wo ist der Kamera? Okay. Burgherrin? Der Herr schütze dich. Was benötigst du?
Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben, aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Und glaub mir. Okay. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Okay. Aber erstmal gehe ich pennen. Oh wait, kann ich noch was essen in der Zwischenzeit, bevor mein Essen schlecht wird? Überfressen, weiter pennen. Verteidige dich oder fliehe. Ich fliehe. Komm her, du
hau dir auf die Fresse! Ah. Okay. Moment. Ohne den Schimmel, C. Johanneskraut. Willy Ranger, thanks for the donation. 100 T-Fuel, thank you, thank you. That's all, yes. The predictions. Wo gibt es hier die Pferde? Ist etwas passiert? Wo seid ihr? Wo gibt hier die Pferde? Hier muss das Pferd drinne sein.
8 müsste eigentlich schon aufstehen. Pferdehändler. Okay. Da bist du ja, Pferdehändler. Guten Tag. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Herrin Stefanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast ihr ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Gott behüte dich. Sprich mit Willibald. Willibald? D. Willibald und Willibald. Bist du hier drin, hä? Gott sei mit dir. Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Ich will den Hengst auch gut behandeln, aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Lügner, du willst ihn wegbringen. Lass ihn in Ruhe. Gott behüt dich. Na toll. Natürlich will ich ihn wegbringen. Ich frage noch einmal, warum wirft das Pferd dich nicht ab? Ich bin gut zu ihm. Hör zu, Willibald. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Du musst mir sagen, wie man den Hengst beruhigt. Herrin Stefanie? Du kennst sie also? Sie ist ein guter Mensch. Hat schon mal mit mir geredet. Ich kenne sie auch und zu mir ist sie auch freundlich. Hilfst du mir mit dem Pferd? Du musst ihm sein Lieblingslied vorsingen. Und wie geht dieses Lied? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Einverstanden. Hör gut zu. Reiten verbessert. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich.
Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Okay. Ich denke darüber nach. Alles Gute. So, du bist das Pferd. Hallo Pferd. Na Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Herrn Stefanik. Danke, Heinrich. Au! Lern gefälligst, wie man reitet, du Tölpel! Hä? Na, Junge, soll ich singen? Na toll. Okay. Next Quest. Was haben wir denn? Tai. Oh, wait. Stopp. Stopp. Okay, und hier müssen wir zu A hin. Okay. Du bist das. Gott sei mit dir. Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein, guten Wein.
Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Rattay. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Mach's gut. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Wie wär's damit? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Da schlag ich zu. Okay. Wo ist hier der Bogenschießwettbewerb? Okay. Ach Gott, okay. Ein Kampfplatz, okay. Komme ich hier runter?
Komme ich nicht runter. Nobody wants a coin buff. Damn. Ah, hier. Gelobt sei Jesus Christus. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Leider nicht. Du schießt mit 7, 13 oder 21 Pfeilen, je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh ist einen Punkt wert, der weiße Ring 2 und die Scheibenmitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 weitere Punkte. Die Runde endet, wenn alle geschossen haben. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich zu wetten, damit es spannender wird. Je besser deine Kontrahenten sind, desto höher ist der Wetteinsatz. Gut, das klingt alles einleuchtend. Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und schieß ausschließlich auf die Ziele. Sonst bist du raus, verstanden? Verstanden. Gut, hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Möge Gott. Warum kann ich meinen Bogen nicht rausholen? Was ist denn das hier schon wieder? Na toll. Ich komme gar nicht an. Gelobt sei Jesus Christus. Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ich werde mit Freunden darauf trinken. Ja, also, was das angeht, du bevorzugst doch sicher Bier, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Bier bekomme ich in jeder Schenke, aber kein Wein ist wie dieser.
letzten Jahr, nur leider brauche ich deinen Wein. Nie im Leben. Ich hab ihn gewonnen. Für wie viel würdest du den Wein rausrücken? Hundertfünfzig. Zufrieden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ach, du ziehst mir hier die Haut ab. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Hier, du Geier. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Nicht für mich. Gott behüte dich. Müsste ich meinen Knüppel mal eins rüberziehen. Gott über dich wachen. Ach, hier gibt es auch einen Schreiber. Das ist der Schneider. Wie der Schreiber. Da! Hier ist der Kerker. Wo ist denn hier der Schreiber? Da ist der Schneider.
Hier hoch vielleicht? Gott sei mit dir. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Mach's gut. Ein privater Bereich, huch. Das wollte ich nicht. Warum verkaufst du mir keine Bücher? Hä? Meister Vogt, gibt es hier irgend... Nichts, was mich... Gott behüte dich. Okay. Du bist der Schneider. Gelobt sei Jesus Christus. Der hat ja gewaschene Preise. Hallo, Herr Heil. Wenn du einen Coin Buff brauchst, Gäste Number ist immer noch offen. Niemand will ihn. Rüstmeister. Guten Tag, wie kann ich helfen? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel?
Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Einverstanden. Hör gut zu. Neue Stufe erreicht. Reparieren. Kann ich nochmal die Stufe höher machen? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ich denke darüber nach. Mikabo, willkommen. Alles gut. Speisen des Herkules. Fertigkeitsbuch zum Thema Stärke, die kaufen wir. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Endlich eine vernünftige Summe. Yay! Kohl! Kohl! Grüner Kohl! Schnell, bevor er braun wird! Kohl, grüner Kohl. Das Buch lesen, ja. Erik Wunse Coinbuff. GG. Next is a crate. I have so much stuff. Neue Stufe erreicht Stärke. Teufel, bist du aufgewachsen? Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? Muss ich?
sitzt nur hier bis Tagesanbruch. Oh, maybe I should switch the code. Jetzt wäre Code war vor. New Code. Okay, new code is active. Let me see who won. Erik. Congrats, congrats. Gleich das nächste Ding, Epic Skin. Who wants the win? Free stuff. Only today. Gelobt sei Jesus Christus. Gott behüt dich. Gott über dich wachen. Hast du nicht ein schönes Buch? Fehlt schon so ein bisschen. Warum nicht? Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Yay! Sei mit dir. Wie kann ich helfen? Erik, congrats. It's your day, I think. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Lebe wohl. Die habt nicht auf.
Let's test your luck. We have points. Nein, doch. Oh. Herr Heil, danke für die 69 T-Fuel. Danke, danke. Close prediction, yes. Thank you very much. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Wegen der Schulden. Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Einverstanden. Hör gut zu. Okay. Hast du vielleicht noch ein Buch? Gott sei mit dir. Alles Gute. Congrats, Herr Heil. And here we go. Next win 10 T-Fuel. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Natürlich. Hm? Weil du's bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. In Ordnung. Super. Wieder Geld gespart. Ring, ring.
Okay, wir haben traumliche Alchemisten. Yay, hab mich verbessert. Alchemie. Hunger. Okay, bringen wir das erstmal zurück nach Teilenberg. Black Screen war. Wow. Lauf. And the next is Akrit. Wonders, yes, a new game, or Wonders. I need sleep.
Okay. Tallenberg. Erik Heswon. Gigi. Next giveaway is a skin pack. Guess the number 25. Was in Gottes Namen machst du da, Wilderer? Wovon zum Teufel sprichst du? Was machst du hier? Du suchst deine Beute, habe ich recht, Wilderer? Dieses tote Reh. Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kubilla durch die Provinz. Herr Ratzig, du lieber Himmel, ich bitte um Verzeihung. War nicht so gemeint. Na schön. Du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. In Ordnung. Ich war's. Ich brauchte was zu essen. Sie haben meinen Mann getötet, das Haus niedergebrannt, mein Kind und ich hungern. Du musst es doch niemandem erzählen, oder? Und du wirst es nicht bereuen. Groschen, okay. Gelobt sei Jesus Christus. Der auch, ja. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Jawohl. Sprechen wir den Preis. GG, Herr Heil.
I have some crates. Wie wär's damit? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ist das genug? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Mit der Summe kann ich leben. Okay. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Mach's gut. Okay, okay. GG, Erik. Great. And let's do a coin buff. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Super. Dann essen wir jetzt noch was. GG, hier Coin Buff hier. User is not in the watch list. Okay. I cannot give you anything. You are not in the watch list. Yeah. I click on you. Grant item, supply drop, coin buff. User is not in the watch list. Maybe you always only have the chat open. Now you're in the watch list.
Weird. Kiddo, congrats, great, and the skin pack also have too much stuff to give away. Blut wird fließen. Blut soll fließen, war. Oh, this was quick. Kinto has won. Red item. Impact. Where are my shoes? I sell it my shoes. I not have shoes. At this moment. Shoes are overrated.
Nothing useful here. Ah, cool. Not much loot, but a bed to sleep. Nice. Check the other houses. Yeah, this game has great graphics. Was ist das? Lebensmüde, was? Oh. Run. Cheat. He's fast. No! Damn. Cheat! Draw my sword too late. Okay, not for myself. Let's sleep in the bed I discovered. Namen machst du da, Wilderer? Wilderer? Wovon zum Teufel sprichst du? Was machst du hier? Du suchst deine Beute, habe ich recht, Wilderer? Dieses tote Reh. Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kubilla durch die Provinz. Herr Ratzig, du lieber Himmel, ich bitte um Verzeihung, war nicht so gemeint. Na schön, du scheinst doch unschuldig. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du da? Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. In Ordnung. Ich war's.
Ich brauchte... Du musstest... Und du wirst... Give me money. Okay. Yes, redeem the code. You can get some cryptocurrency. And I'm verified on Incense, so if you like, you can donate to me your Incense cryptocurrency. Adila, willkommen. Kann das nicht essen? Damn. No horse. Damn. Dann müssen wir noch Teilenberg Abstecher machen. Eingang. $500 DG. Möglicherweise kauft mir die Küche das Meer ab. Yes, the code is only 2 minutes active, then it's gone and you must wait for next code. Wo ist die Küche? Huch. Okay, kann ich das jetzt essen? Gekochtes Rehfleisch? Kann ich, cool. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Möge Gott über dich
Süße Pfannkuchen. Nehmen wir alle mit. Verkaufen noch ein bisschen gekochtes Rehfleisch. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. It has two reasons. XP. First, the user who writing in chat gaining XP, like a high SA. And second reason is the channel. My channel. Let me show you. Channel Dashboard. My channel get get here also XP. Has to affiliate. If the chat is active, this number goes up. If I have all three numbers on 100%, I can apply to affiliate. So there's two reasons. But I don't beg anyone to make something. It's your choice to help me or not. And sorry for my English. I'm not native English speaking. You see in the game, I play the game in German. I'm native German. And in my whole school time, I had 1 hour English. Not 1 year, 1 hour. Ah, okay. I try to remember. And if I don't remember, I call you XP. I hope this is good for you. Ist das Haus, was ich eben geknackt habe? War hier, ne? Before I butcher some names, I find a quick solution. Shorten the name. Rewards time. Code.
And if you like, you can write the code in the chat. The code is redeemable multiple times for multiple users, so once per user. And you help other viewers who are not paying so much attention. Everyone gets the same. THX. UKR34. Like so. You can get the URL like /incent. Claim URL. And if you write the code in the chat, it's also better for you. You get XP for writing in chat. I get XP for someone writing in chat. And you help also other users to get cryptocurrency for free. A win-win-win situation. And I see somebody is there and I can start a new giveaway. For example, a crate. Yes, the code is money, but now comes the but. You cannot pay out at this time. It's not implemented. You can pay it to a wallet, I think. External wallet. Or donate it to a verified streamer. Yes, so. Okay. Let me see. Ah, damn. Go back. We go there. And if you have questions about incent or Zeta, ask. When I know the answer, I answer you. Sagt man dazu. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank.
Zeit. The guys have more armor than me. And we see who won. Who wins? They are fighting, I think. Let's wait 2 hours. I think then is the fight over. Oh, Mr. XP has won. To get a crate. User is not in the watch list. What can we do about this? We have only the chat open, or I don't know. I had this error on you first. Oh, die Guys sind auch tot. No, I don't see you in the watch list. Leave the stream open for a minute. And I try again to give you stuff. It's weird. I have this issue only on you. Try again, step outside of your box. Step outside your box. Hi, welcome. I try again. Great. Now you're in the watch list, okay? I don't think you have a Charlie's badge. Normal, for normal. The first win, you get a badge. Hmm.
too much stuff. Not a bandage, a patch. Can use for bandaging too, but for normal it's a channel badge. And the first win gets you the badge. Everyone who won at minimum once gets a badge. So I have a secret store. A secret bag to store my items. So, alles verschieben. So. Fishing ahead, yes. Essen. Wir nehmen erstmal alles Essen. Dann haben wir hier ein paar Waffen. Okay, now I'm full. Okay, good luck. Good luck, good luck. Haben wir hier einen Schmied? Nee. Können wir das hier verkaufen? Hinterhalt, fliehen. Fliehen erfolgreich. Juhu. Once I got an a normal Vincero crate 200 T-Fuel. After other 20 times I opened a Vincero crate, I got 300 coins or 200 coins. It's luck to get more than coins.
Yeah, sadly, I cannot change the winds in the crates. It's based on luck. But I can raffle another crate. Oh wait, the instant campaign is running out. Let me start a new campaign. Login. I had only to 9 PM a campaign running, but it's here 9 PM 13. I start one until 10 PM. Dean, create 5 codes. Okay. Huch. Ist das zu glauben? Gestern ist schon wieder eine Speiche gebrochen. Schon wieder? Wie vielte ist das diesen Monat? Nom 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 nom. Ich kann die gar nicht wegstecken. Steck die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Uno momento. Okay, a crate and Eric has one and item crate. Have one coin buff left. Hey, wake up. Igor, welcome. Thanks for the follow. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Zufrieden? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Mit der Summe kann ich leben. Okidoki. Mehl, Eier, Salz, Hefe. Knetet alles zu einem... Zwiebeln, die nicht stark, mein
Männer zum Weinen bringen. Greif zu! Warum kauft ihr das andere nicht? Verdammte Axt. So, bitte. Das Ding hier irgendwo rum. Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Faulen. Gott sei mit dir. Rüstmeister, lass uns handeln. Verkaufen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Endlich eine vernünftige Summe. Ich bin reich. Können wir noch ein bisschen. Gott sei mit dir. Mhm. Kaufen.
I don't know the number. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? In Ordnung. Gurken! Saftige Gurken! Okay, GG. Let me see what I have left. We can do 10T fuel. Guten Abend. Bist du nicht die Wilderin? Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Ist das genug? Brot nah und dran. Frisch aus Geh noch dem ein Ofen. Bisschen Greif runter zu. Und Hand drauf. Na gut, einverstanden.
Eric, GG. You won the 10T fuel. Mal quer durch den Wald. Unterhalt, fliehen, Misserfolg. Lauf! Okay, I do a big quick bio break. But before I do this, I change the code. Code was 2. Code. Change in the script. Go and code open. New prediction open. Okay. Big bio break. Maybe there. In a few minutes, can do a epic skin in the time.
Hey, wake up. What? Angie, wait. I'm back. Welcome, Raiders. Danke, Angie, für den Raid. Thank you, thank you. Kirk, welcome. I must catch up the chat. I'm here. Eric won. Okay, Eric becomes the Epic Skin Pack. Okay. Thanks for the raid. Thanks. Welcome, Raiders. We can do another skin pack giveaway. Eric has won again. Your day, I think. Congratulations, herzlichen Glückwunsch, and so on. What's going on here? Hey, wake up. Welcome. Give to Herr Heil. Only streamers can give stuff.
Reckengift Herr Heilsumfing. Wait. We can do something because her Heil is a good moderator and almost here. Let me see inventory. Wo haben wir ihn her, Heil da? GG. Tausend Coins. I have so much stuff and tomorrow is the supply drop for the next week. So I will give away everything I had. So stay in chat. In a few minutes ask where are here and I give away stuff without any guess a number game. Take all the stuff. Oh, overloaded. Let me see, can we go out here? Oh, nope, nope. Ugh. Dead horses, etc. Sneak out. And hope nobody sees me. BAX WAD 82. WAD 82. It's case insensitive, you can they are dead. Okay. Thank you.
No. Sie, du bist tot. Wer hat dich laufen? Lauf. Kalim! Was ist hier los? I won a fight. You have it seen, Chat? I won a fight. There can only be one, right? Bloody Sword. Okay. And we run in this way. Maybe we discover a new village. Meerhuyet. Okay. Kauft hier auch jemand Pferde? Pferdehändler. Let's go to Watai. Hey, wake up. Kakwit. Oh. Weiden. Kakwit. Welcome. Thanks for the follow. Hello, Lamaka. Nice to see you again.
Now we have 270. Let's see. Close prediction. It's a yes. Nein, doch. Oh. And Kakit, thanks for the 20 T-Fuel. That's also a yes. Thank you, thank you. Very kind of you. Ein bisschen billigen Wein in den Topf gebracht. Okay. Let's sell some things. Beste Grüße. Reden wir über den Preis. I think in maybe 8 minutes. Plus minus 10 Nein. Minutes. Oh. Oh. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. And thank you, Erik, for the 20... T-Fuel, thank you. Ja, das sollte passen. Super, I'm rich. Guten Tag. Gott über dich wachen. Okay, was können wir noch schön kaufen? Okay, falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Tausend? Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. In Ordnung. Yay!
New Books. Let's read the new books. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Sonstiges. Okay. Maybe this guy has some money. Beste Grüße. No, he don't buy his armor. Da ist ein Schleifstein. Okay. Ach du Scheiße. Lower than before. Guten Tag. Alles Gute. Okay. Let's run to our safe point. Okay, let's draw the raffle. Code is 3. Or code was 3.
Good luck, everyone. Clothes. Draw. Congrats, congrats, congrats. Bright, I am here to get something. Everyone who writes this will get something. I wait a few seconds. I have so much stuff. If someone wants something, Angie, I give you also something here. Thanks for the wait. Eric gets something here. Yeah. Nobody else. I have so much stuff. Go, go, go. Write in the chat if you want something. Nobody else write in the chat. I give Eric all the stuff. Okay, chat. If nobody else writes in the chat, I am here. I give Eric all the stuff I have. You have 1 minute. If nobody wants it, Eric, it's yours. I don't care. Sadly, we don't have timestamps in chat, so I don't know when the minute is over. But Herr Heil, I think, don't want something. And you are the only one who writes. I am here. I think the minute is over. Guys, Eric is the winner. Okay, I'm out of items. GG, Eric, it's your day today. Let me clear the chat message.
Okay, thanks for being here. Thanks for the follows. Thanks for the donations. I'll be here not tomorrow, but in 2 days on Wednesday. I'll be back. We wait for the code. And then after the code, we end the stream and raid someone. So please stay in the chat so we can raid someone. THX T73VK. Instant. There you can claim the code. Let me see how much stream delay we have. Oh. When the code disappears, I raid somebody. No. Still there? Okay. Oh, it disappears. Wait. Wait. We do Captain Shambles. Let me see, wer ist. Nein, doch. Oh. Thanks for the 30, Erik. Now the raid begins. Bye bye. Arrivederci. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wake up. And thanks for death for the follow.